Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Leute, es hat sich ein bisschen was angesammelt. Und zwar habe ich hier ein XXL Rossmann Haul. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal so ein bisschen über diesen Tisch zu fegen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist nämlich so gewesen, dass immer wenn ich quasi so Adventskalender bei Rossmann online bestellt habe oder wenn ich im Laden war oder so, dass ich dann halt so das ein oder andere gekauft habe und dann halt mitgenommen habe. Und das hat sich hier halt angesammelt und von DM habe ich hier scheinbar auch ein bisschen was liegen, ja. Okay, also, ich starte einfach mal mit einem Produkt, was ich tatsächlich schon aufgebraucht habe, und zwar Kaffee. Wir holen immer von Enerbio diese, wie heißt das denn? Von DM, ne? Ist das diese Espresso-Bohnen? Die sind richtig, richtig toll. Das ist tatsächlich unser präferierter Geschmack, was es angeht. Espresso-Bohnen finden wir persönlich auch immer ganz gut, weil das halt auch magenfreundlicher ist als normale Kaffeebohnen. Die Ausgangsbohne ist die gleiche. Eine Espresso-Bohne wird nur noch ein bisschen mehr geröstet als eine Kaffeebohne. Und dann nennen die sich halt Espresso-Bohne. Ne? Ist einfach die Röstungsart. Dadurch sind halt die Bitterstoffe mehr entzogen worden und dementsprechend hast du dann einfach eine etwas bekömmlichere Geschichte für den Magen. Du musst dir daraus ja nicht ein Espresso kochen. Das geht ja auch ein normaler Kaffee. Und probiert's aus. Es haben mir super viele schon von euch das Feedback gegeben, dass sie das gemacht haben und dass sie mir sehr, sehr dankbar dafür sind. Du hast weniger Sodbrennen, du hast weniger Magenprobleme generell, viel, viel bekömmlicher. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das ist tatsächlich so. Und das wollte ich euch an dieser Stelle einfach mal nochmal mit auf den Weg gegeben haben. Denn da habe ich, glaube ich, in der Zeit, wo ich hier gesammelt habe, mehrere Pakete von bestellt und die sind alle schon aufgebraucht. Wir brauchen demnächst mal wieder Nachschub. Übrigens auch der von Aldi ist sehr, sehr lecker. Der funktioniert bei uns auch sehr gut. Der von Rossmann nämlich nicht. Deswegen, also der in der Bio, den mögen wir nicht so gerne. So, ich muss echt lachen, wenn ich auf diesen Tisch gucke. Hier fange ich jetzt mal mit eigentlich einem Fehlkauf an. Ich hatte vergessen, dass ich das hatte. Und hieran seht ihr auch, wie lange dieser Haul schon letztendlich in diesem Zimmer vor sich hin dümpelt quasi. Denn dieses Jahr wollte ich eigentlich eine Poolabdeckplane auf unseren Pool machen. Ne? Habe ich nicht. Poolcover. Geeignet für Pools bis zu einer Größe von ca. 2,62 m × 1,75 m, 7,99 €. Damit hätte ich mir tatsächlich auch gespart, dass unser Pool nachher am Ende leider Fratze war. Also der ist kaputt gegangen. Ich habe dieses Jahr zwei Pools gekauft und die sind beide kaputt gegangen. Und der letzte Pool, den ich letztes Jahr gekauft habe, wurde von Mäusen zerfressen. Also irgendwie, Pools und ich, wir werden keine Freunde. Und ich musste eigentlich meinem Freund auch letzte Woche versprechen, dass es nächstes Jahr keinen Pool mehr gibt. Ich hätte hier also jetzt eine Abdeckplane. Ich glaube, Trashy wird diese Abdeckplane bekommen, wenn er das nächste Mal bei mir ist. Es wird eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Falls doch, muss Trashy halt ein paar Wochen warten, weil ich tatsächlich bald Mr. Bauchi auf die Welt bringe. Aber ja, das ist ärgerlich, oder? Ja, was lernen wir daraus? Man sollte nicht allzu lange mit dem Drehen warten. Aber ich wollte halt einfach irgendwann was haben, was ich euch so zeigen kann. Das hier habe ich eigentlich auch gar nicht bei Rossmann oder DM bestellt. Das habe ich bei Catrice selber bestellt. Wollte ich euch aber einfach mal zeigen. Ihr kennt ja auch diese Acryl-Lippenstifthalter. Da kannst du Lipglosse, Liquid Lipsticks, Lippenstifte reinmachen. Ne? Und bei Catrice auf der Homepage habe ich dieses Ding hier gefunden. Und ich habe zwei, aber ich, also zwei Türme, zwei Acryl Viechtürme gedönsen. Aber ich brauchte noch einen dritten, weil ich jetzt meine ganze Sammlung ja auch auf drei verschiedene Geschichten aufgeteilt habe. Auf Drogerie, High-End und so ein Mittelding. Und deswegen brauchte ich halt noch so einen Turm. Brauchen vor allem, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber ja, schaut da auf jeden Fall mal bei Catrice auf der Homepage vorbei. Die haben da echt coole Sachen. Und Catrice ist auch ab einem relativ günstigen oder niedrigen Preis versandkostenfrei, ne? So, dann immer wenn ich halt irgendwo also richtig, richtig shoppen gehe, dann esse ich mir auch irgendwie oder hole mir so eine Schnitte und esse mir die dann auch. Gerade zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, wo ich halt echt immer Heißhunger auf gefühlt alles hatte. In der Bio-Mandelschnitte Mandeln mit Oblaten. Jo,
Mochte ich gerne, ne? Also sowas kann man einfach sich gönnen. Genauso wie ich auch gerne diesen Fruchtriegel Mango mochte von Rossmann. Der Rossmann ist halt in der Nähe von meiner Psychologin und da bin ich dann halt immer reingestiefelt, nachdem ich bei ihr war, einfach um den Kopf ein bisschen freier zu bekommen. Und hatte dann natürlich auch immer Hunger und hat mir das dann gegönnt. Aber naja. Wenn man online bestellt hat oder wenn man online bestellt, bekommst du meistens noch so eine kleine, ja, so einen Umschlag mit irgendwelchen Werbeviechern drin. Und wenn man richtig Glück hat, sind da auch manchmal richtig geile Sachen als Proben mit dabei. Hierüber habe ich mich wirklich sehr gewundert. Isana Zuckerölpeeling mit exotischem Granatapfelduft. Das ist eine Limited Edition. Ich habe die LE nirgendwo gesehen. Zusammen sind wir unschlagbar. Das ist eine Full Size, Leute. Und die war für Ume mit dabei. Das fand ich total krass. 300 Milliliter, ne? Also fand ich sehr, sehr aufregend und entweder werde ich das selber verwenden oder ich werde es mal weitergeben, keine Ahnung. Ich muss dann gleich mal in meine Backups gucken, ob ich gerade so ein Bodypeeling gebrauchen kann. Aber richtig süß mit diesem kleinen Schildkrötchen und Kätzchen. Das ist schon niedlich, ne? Ja. Habe ich dreimal die Lakalut bekommen mit 8 Milliliter. Yay. Lakalut aktiv, Zahnfleischschutz und gesunder Zahnschmelz. Miss Curly Jen schwört da drauf. Und jetzt, Jenny, ich kann das jetzt auch offensichtlich mal ausprobieren, ob die wirklich so genial ist. Ne? Die war bei 3 Bestellungen für Ume mit dabei. Und einmal Kabuff Kabam Taralalam Skin Feel Everything von Billy Boy Hautnah. Da haben wir ein Moped drin. Ja, ne? Das ist doch auch gar nicht mal so verkehrt, so ein Verhüterli mit da drin zu haben. Random, aber witzig. Ja, Klopapier. Da habe ich auch eigentlich ein paar mehr von gehabt. Da sind auch schon einige von in Anwendung gekommen und aufgebraucht. Dieses hier ist übrig geblieben und das hier war auch der Anlass, weswegen ich gesagt habe, ey, ich muss diesen Haul abdrehen, denn ich hätte mir jetzt sonst wieder neues Klopapier gekauft oder sonst irgendwas. Nee. Alouette Classic Toilettenpapier, samtweich und sicher. Und da ich ja irgendwie ständig nachts auf Klo muss, um meine 3 Tropfen zu pinkeln, weil Mr. Bauchi sich denkt, seinen Kopf in meine Blase reinzuhauen, yay, ja, brauchen wir halt einfach mehr Toilettenpapier als sonst irgendwie. Das ist auch sehr verwunderlich. Und da muss man halt wirklich sagen, dadurch, dass ich jetzt ja auch von zu Hause aus arbeite, also seit einem Jahr selbstständig bin, also voll selbstständig, Vollzeit selbstständig, ich bin ja schon seit 4 Jahren auf YouTube, aber ne, seit einem Jahr dann halt voll selbstständig. Und mein Freund halt auch fast permanent im Homeoffice ist, du merkst halt, dass die Firmen dadurch natürlich, sie sparen Kaffee, Wasser, Tee, Toilettenpapier, Wasser von, was man halt so verwendet, Heizkosten, also die Firmen, die sparen schon ordentlich durch diese ganze Geschichte. Aber ich muss sagen, besser, dass die Firmen so durch sowas sparen und die Leute nicht in Kurzarbeit schicken müssen oder sonst irgendwas, als dass sie die Leute halt ins Büro holen und dann Kurzarbeit anmelden müssen. Und wisst ihr, was ich meine? Sowas halt. Und dann nimmt man das einfach gerne in Kauf und ja, genau. Dann arbeiten Schatzi und ich halt weiter von zu Hause aus. Dann habe ich auch schon einige in Anwendung davon genommen. Das ist jetzt übrig geblieben von DM Evelyn Nature, die Kosmetiktücher Recycling. 200 Stück sind hier drin. Finde ich per se immer ganz gut. Ich finde nur, dass diese Recycling-Dinger irgendwie sich nicht so schön hier rausnehmen lassen wie die anderen. Ne? Also am einfachsten aus der Packung entfernen lassen sich die, die halt quasi die teuersten im Prinzip sind, weil das diese Quader sind, also wo alle Seiten gleich lang sind und nicht diese länglichen, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und da ist eigentlich furzipip egal, ob ich jetzt Recycling oder nicht Recycling nehme. Recycling ist halt schöner für die Umwelt, deswegen greife ich da einfach lieber drauf zurück und verwende die halt einfach. Ja, mich ausbreiten. Hier habe ich jetzt Colorwaschmittel von Domol mitgenommen, aktiv ab 20 Grad. Ich wasche tatsächlich auch immer relativ niedrig, also auf niedriger Temperatur, weil ja trotzdem halt die Waschmittel auch wirken. Man sollte ab und an natürlich die Waschmaschine entweder mit Kochwäsche laufen lassen oder man sollte sie in einem extra dafür vorgesehenen Trommelreinigungsprogramm laufen lassen. Das hat unsere zum Beispiel mit 70 Grad. Das ist halt alles Energie, bla bla. Rohre sollen nicht verstopfen. Achtet drauf, dass ihr auch Pulverwaschmittel verwendet und nicht nur das Flüssigwaschmittel, weil ansonsten die Rohre zu schnell verstopfen. Alles so ein Ding, ne? Ich verwende sowohl Flüssigwaschmittel, wenn ich faul bin, als auch Pulverwaschmittel und ich versuche halt weitestgehend auf Pulver umzusteigen, aber manchmal ist es einfacher, einfach so dieses Flüssigwaschmittel rein, fertig ist die Laube, ne? Egal. Auf jeden Fall sind das 1,35 Kilo.
Ja, und wir haben halt hauptsächlich irgendwie bunte Wäsche oder so. Ich habe für Mr. Bauchi auch extra so ein Ultrasensitive geholt. Das habt ihr aber, glaube ich, schon im letzten Haul gesehen, ne? Ja, und da werde ich jetzt, weil wir jetzt, ihr seht das Video ja erst viel, viel später, aber ich bin jetzt quasi am 13. Oktober, wo ich das Video drehe. Und ja, da bin ich kurz davor. Wir wollen jetzt aber am kommenden Wochenende das Kinderzimmer nämlich richtig, also es ist ja schon eingeräumt mit Möbeln, ne? Aber jetzt wollen wir halt auch die Klamotten reinräumen und was wir halt alles schon haben, so Pflegeprodukte, so die ersten Pampers und sowas, ne? Ja, das ist voll toll. Okay, so. Bei DM habe ich dann auch gekauft Vogelfutter. Wir haben nämlich ein Vogelhäuschen bei uns. Eigentlich ist es super teuer, ne? Ein Kilo ist das. Eigentlich hole ich lieber diese, also bestelle ich dann bei Amazon oder sonst irgendwo oder kaufe mir das im Raiffeisenmarkt, wo man dann halt ein bisschen mehr hat, ne? Aber ich darf ja aktuell nicht so viel tragen, deswegen habe ich halt einfach nur so ein Kilo-Leinchen mitgenommen. Es ist halt viel, 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 viel günstiger, wenn du in den Raiffeisenmarkt gehst, da kannst du dir das ja teilweise sogar selber abfüllen. Und dann nimmst du dir einfach einen Eimer mit und so, weil unsere Vögel sind hier offensichtlich sehr, sehr hungrig, auch wenn sie eigentlich sehr viele Möglichkeiten hätten, hier auch was zu fressen. Aber die stehen halt drauf, das bei uns im Häuschen da zu machen und das haben wir uns vor ein paar Monaten bei der Postenbörse gekauft. Und ja, da kommt halt immer so ein bisschen was rein und das machen wir halt ganzjährig, damit die Vögel halt immer wissen, dass es da was gibt und halt nicht nur im Winter, ne? Und ja, genau, deswegen habe ich das jetzt da. Das wird dann jetzt auch, wenn ihr das Video seht, ist das schon längst aufgebraucht. Aber ich finde es halt schön, wenn man den Vögeln halt einfach sowas anbieten kann. Wir wohnen halt hier eigentlich sehr ländlich, sehr schön. Also da ist ein Wald, da ist ein Wald. Dementsprechend eigentlich haben die hier auch gut Futter. Wir haben hier Wiesen und Felder, wo eigentlich auch Regenwürmer am Start sind, auch bei uns, ne? Wie im Teich und so. Die freuen sich immer an Keks und da wird auch immer fleißig gebadet. Wir haben die Badeamsel. Egal, auf jeden Fall ist es halt trotzdem immer schön, wenn man, wenn man den Vögeln halt für die Überwinterung noch ein bisschen noch was so mitgeben kann oder generell, als es halt so dieser mega trockene Sommer war, haben wir auch gemerkt, dass die Vögel das einfach brauchen. Nicht nur, dass sie dann zum Teich kommen, um sich da zu baden und zu trinken, sondern auch, dass sie dann halt die Möglichkeit haben, so ein Futterhäuschen zu haben, um dann auch so eine Nahrungsquelle zu bekommen, weil auch denen war natürlich sehr, sehr warm. Genau, so, dann habe ich hier noch ein bisschen mehr. Auch davon habe ich, glaube ich, schon eine aufgebraucht. Procodent-Mundspülung, Zahn- und Zahnfleisch. Eigentlich bin ich eher so ein Fan von der Sensitiv-Variante, aber die gab es zu dem Zeitpunkt halt nicht. Da habe ich mir die halt mitgenommen und auch das werde ich jetzt demnächst brauchen. Deswegen ist es gut, dass ich hier diesen Haul endlich mal abdrehe. Verwende ich jeden Morgen Mundwasser. Habe ich mir angewöhnt und in meine Morgenroutine mit eingebunden. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es meinen Zähnen auf jeden Fall sehr, sehr gut tut. Hiervon, die brauche ich auch. Da brauche ich auch eigentlich wieder noch mehr Nachschub. Das sind die Facel Classic Lang Slip-Einlagen. Ja, ne? Die Landebahn wird vorbereitet, ihr wisst Bescheid. Trocken und diskret für jeden Tag. Also das ist einfach so ein Ding, was ich einfach brauche. Ist klar, ich habe vorher schon Slip-Einlagen gebraucht und jetzt brauche ich sie halt umso mehr. Ja, wir haben ja auch so ein bisschen renoviert und da ist irgendwie unser Ceranfeldreiniger bei drauf gegangen. Da habe ich jetzt einen neuen Glaskeramikschaber uns mal gegönnt von Domol. Das ist dieser hier. Mal gucken, wie der so ist. Ich hoffe, der ist gut. Ich hatte erst bei DM einen Warenkorb und der war so sackteuer. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Habe dann auch bei Rossmann geguckt und da habe ich den gesehen und das hat mir sehr gut gefallen. Habe mir dann auch direkt schon hier Ersatzklingen mitbestellt. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Genau. Und wir haben halt ein Glaskeramikfeld, ein Kochfeld und da kann man das immer wirklich gut verwenden. Ja, manchmal brennt auch was an und so. Das kann ja alles passieren. Oder dass eine Milch mal überkocht. So, das hier ist jetzt etwas, was ich jetzt einfach gerade durch die Schwangerschaft brauche. Ich weiß, dass viele die ganz furchtbar finden, aber ich finde, alles, was die Intimhygiene angeht, geht kein anderen was an. Und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Da lasse ich mir auch nicht sagen, boah, bist du verschwenderisch, dass du solche Produkte verwendest. Wenn ich mich damit wohlfühle und locker durch die Hose damit atmen kann, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Dann lass den Leuten doch einfach mal ihre Popo-Feuchttücher. Es ist so ein Reizthema, ich weiß es. Alouette ist von Rossmann, biologisch abbaubar und sehr gut wegspülbar. Das steht hier extra drauf, ne? Mhm. Allergikerfreundlich, qualitätsgeprüft, deluxe feuchte Toilettentücher. Ultrasensitiv, samtweich und extra dick. 50 Stück sind hier drin mit 99% Wasser. Und das ist halt ein Produkt, was ich nicht nur jetzt zum Endspurt der Schwangerschaft sehr gut gebrauchen kann, weil Mr. Bauche mir auch gerne mal eine Head Nut in den Darm verpasst, ne?
sondern auch im Wochenbett sehr wahrscheinlich sehr gut brauchen kann. Da hat heute zwar beim Geburtsvorbereitungskurs unsere Hebamme uns zum Beispiel Happy Po mit empfohlen. Da werde ich auch nochmal auf die Suche gehen, dass ich mir sowas hole. Oder halt, sie hat halt auch gesagt, kann es auch theoretisch einen Waschlappen nehmen, aber Waschlappen sind meistens von der Oberfläche her nicht so freundlich, ne? Also die sind dann, gerade wenn man vielleicht eine kleine Narbe da unten sich, ne, ihr wisst, ach, Frauen, die schon mal Kinder gekriegt haben, ich habe heute Morgen, ich bin fast umgekippt, als wir da über die sehr intensiven Details gesprochen haben, aber ist ja auch richtig so, man muss ja damit mit der Realität sich mal konfrontieren hier, ne, auf jeden Fall wird man sowas brauchen, ja, man sollte halt schon darauf achten, dass es sensitiv ist, dass es jetzt nicht irgendwie parfümiert ist und so weiter, ne, dass es halt ein wundervolles Produkt ist, ja, ne, ist klar. Und ja, um locker durch die Hose atmen zu können, ist das einfach wichtig. Dann, auch sowas ist ein Reizthema, aber man braucht es halt für mal eben schnell. Domol, reine, frische, feuchte Allzwecktücher kommen von Rossmann. Mir ist es egal, ob ich die von Rossmann oder von DM hole. Mein Freund verwendet die halt auch super gerne. Ich verwende die für mal eben schnell auch ganz gerne. Und wenn mal was daneben geht bei Sammy oder keine Ahnung, ne? Das, nein. Ab und an kann man die einfach sehr gut gebrauchen und dann ist man einfach froh, wenn man sowas da hat. Kommt jetzt bei uns einfach in die Vorratskammer. Apropos Sammy, der hat jetzt auch natürlich Leckerlis gekriegt. Von Winston habe ich das mitgenommen. Da achte ich halt immer drauf, dass es halt ohne Getreide und Zucker ist. Ne? Das ist immer wichtig. Achtmal saftige Salami reich an Rind. Sowas mag der ganz gerne. Der bekommt auch nicht so super viele Leckerlis von uns, aber so ab und an mal. Ne? Warum nicht? Einfach mal so zwischendurch. Und genauso habe ich hier auch die Hähnchenfilets mit 95% Hähnchenbrust mitgenommen. Da wird er sich auch sicherlich drüber freuen. Genau. Dann habe ich noch hier einen neuen Kaffeebohnenaufbewahrungsbehälter mitgenommen. Gab es in der Ideenwelt. Coffee is always a good idea. Ne, fand ich schön. Der, den wir aktuell da haben, der ist irgendwie spackig. Den mag ich nicht so gerne leiden. Von Airwick habe ich Tag am Meer. Das fand ich einfach schön. Diese LifeSense-Geschichte, so ein Duo-Pack mitgenommen. Die sind aber ganz schön teuer geworden. Das habe ich letztens im Haul, im Aufgebraucht-Video auch schon gesagt. Bis zu 140 Tage Duft. Wir haben so ein Sprüher bei uns im Badezimmer. Jetzt aktuell habe ich da was von DM stehen. Diese Hochdrehviecher und dann Wassermelone soll angeblich den Raum erfrischen. Rieche ich nichts von. Aber von diesen Airwick-Viechern muss ich wirklich sagen, die sind ihren Preis halt leider auch einfach wert, ne, weil du riechst es. Ist angenehmer. Baby Buddies habe ich auch mitgenommen, weil ich die einfach so süß fand. In der Größe 86-92. Also ich habe extra ein bisschen was Größeres mitgenommen, ne? Da sind Bärchen drauf und wir haben ja auch so eine Waldtapete im Kinderzimmer jetzt, ne? Und das fand ich einfach niedlich. Und ein Bärchen und ein Häschen und ein Eichhörnchen und das passt einfach. Ja, da wird Mr. Bauch sich freuen und dann halt einen ganz, ganz langweilig gestreiften, ne? Also das wird noch dauern, bis er da reingewachsen ist, aber joa. Warum eigentlich nicht? Und man braucht ja nicht nur Erstlingsausstattung. Achso, ein dritter ist da auch noch mit dabei. Hello Little Fox, das ist auch sehr süß, oder? Genau. Man braucht ja nicht nur Erstlingsausstattung, sondern man braucht durchaus halt auch für folgende Monate und Jahre Kleidung für den kleinen Mann. Und ja, da werde ich dann jetzt immer Möglichkeiten haben, um an den Mindestbestellwert für Versandkosten freizukommen bei Rossmann. So, dann habe ich hier auf jeden Fall noch einiges an dekorativer Kosmetik drin. Ein Teil davon habe ich euch sogar schon gezeigt, zum Beispiel hier von Rival de Loop. Ich weiß nicht, ich glaube, diese LE gibt es gar nicht mehr. Serum Skin Tint mit Multivitaminkomplex. Das ist eine Limited Edition gewesen. Sunset Lover, 30 ml sind hier drin. Das hat ein bisschen was von dem Charlotte Tilbury Gedönsen. Ne? Charlotte Tilbury... Boah, Hollywood Flawless Filter, aber halt auch irgendwie Foundation-mäßig. Hier fand ich einfach super crazy, dass es nur in einer einzigen Farbe zu haben war. Hat bei mir funktioniert, fand ich auch irgendwie schön. Hat so eine leichte Ausgleichsgeschichte auf dem Gesicht gemacht, aber war halt auch irgendwie merkwürdig, muss ich sagen, dass es halt nur eine einzige Farbe gab. Das habe ich auch ausprobiert, das ist Sunset Lover Highlighter und Bronzer. Ja, den fand ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht so geil und den werde ich auch nicht in meine Sammlung einziehen lassen, weil ich nicht so gerne Schimmerbronzer mag. Das war mir einfach zu krass. Der Highlighter davon, okay, aber trotzdem relativ dunkel, ne? Also, das war halt einfach mal direkt ein Fail. Schade Schokolade. Diesen Baked Blush
Fand ich zu wenig leider. Ja, habe ihn aber trotzdem halt ja mitgeholt. Ich habe euch dazu ein Reel abgedreht auf Instagram. Ihr könnt mir da gerne folgen. Claudis Welt unterstrich. Ich habe mich umbenannt. Ja, ist halt auch so ein gebackenes Produkt, ne? Da ist definitiv die Kollektion von Catrice mit Maxim besser, ne? Der hat ja auch ein Blush, also eine Face-Palette bei sich drin gehabt und dann halt auch einen Blush mit dabei gehabt, der mit Schimmer war. Oder halt der Catrice All Infused Blah Baked Blush Gedönsen, der ist auch sehr, sehr gut. Dann habe ich auch mit dieser Palette den Look geschminkt. Das ist einfach sehr, sehr leicht pigmentiert. Auch die wird nicht bei mir bleiben. Die wird auch direkt in Trashy wandern, weil ich die einfach zu wenig fand. Ich fand sie zu pastellig, zu hell. Also ich bin ein großer Fan von bunten Paletten, aber da würde ich tatsächlich eher zu der Rival Loves Me Loud and Proud Lidschattenpalette greifen. Genau. Dann habe ich hier von Essence einen Nail Polish Corrector Pen mit ohne Aceton, genau. Die finde ich immer klasse, wenn ich mir die Nägel lackiere. Den werde ich morgen auch direkt in Anwendung nehmen, weil meiner halt aktuell leer ist. Rival de Loop hat neue Produkte ins Sortiment reinbekommen. Die habe ich euch auch in einem Reel auf Instagram gezeigt. Das ist einmal hier Under Eye Powder mit Q10 für eine straff aussehende Augenpartie. Da muss ich einfach mal gucken, 9 Gramm sind hier drin. Ob das das gleiche ist wie das, was wir auch in der Limited Edition drin hatten, habe ich ja noch hier. Werde ich immer gegeneinander antreten lassen. Dann gab es ein Pro Collagen, mattiert die Haut, verleiht einen natürlichen Teint Puder. Das ist dieses hier mit 8 Gramm. Das ist ein gepresstes Puder. Und wir hatten ja auch so eine Pro-Collagen oder so eine... Wir hatten ja schon verschiedene Limited Editions von Rival de Loop gesehen. Und dann finde ich das immer sehr cool, wenn die dann auch sagen, hey, das ist gut angekommen bei den Leuten, das packen wir jetzt auch mal in Standardsortiment rein, wisst ihr? Das hier hat Maxim auch schon vorgestellt und das sah richtig gut aus. Wobei ich die Verpackung nicht so schön finde, bin ich ehrlich. Das ist das Collagen-Make-up, ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt. Ich habe die hellste Farbe genommen, 01 Natural Porcelain. Da müssen wir mal gucken, ob die Farbe passt. Rival de Loop ist halt einfach günstig und deswegen haben die wahrscheinlich einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, dann eine mega heftige Shade Range rauszubringen. Haben dann immer nur so 3 Farben oder so. Und dann freut man sich, wenn es passt, aber dafür ist es halt günstig, ne? So, dann habe ich hier aus der Sortimentsaktualisierung Make Lashes Curl Mascara. Das ist einmal diese hier. Die lasse ich dann gegen die hier antreten. Fantastic Curl. Genau, also ich wollte halt 2 mitnehmen, weil ich gesagt habe, komm, ich habe auch 2 Augen, ne? Kannst du 2 Mascara und 2 Augen, weißt du Bescheid? Wow! Also die Fantastic Curl ist halt so eine Gummibürste, die so geschwungen ist, so bananenförmig, ganz aufregend und so sehr stachelig aussieht. Riecht nach nichts, das ist angenehm. Und die Make Lashes Curl Mascara ist auch so eine gebogene Bananenbürste, die aber gleichzeitig irgendwie tannenbaumförmig ist, weil sie ja vorne spitzer zusammengeht. Und ja, die ist auch so gebogen, aber ist Kunstfaser. Sehr interesting, interesting, ne? So, dann haben wir hier auch noch Rival de Loop with Pleasure Drops. Ich weiß nicht, ob das eine LE war. Das sieht so ein bisschen aus, 29 ml, wie die Unicorn Drops, die wir auch schon öfters mal gesehen haben. Und dann habe ich auch noch den Rival de Loop Oil Infused Blush. Da ist dann die Frage, ist das 8 Gramm, ne? Ist das wie der Catrice Blush oder der Blush, den Maxim in seiner Kollektion drin hat? Wobei hier muss ich sagen, habe ich glaube ich ein bisschen mehr Goldschimmer als bei dem Catrice Blush, jedenfalls auf den ersten Blick. Und dann habe ich eine neue Essence Mascara, die viele von euch mir schon zugeschickt haben. Das ist die Lash Like a Boss Instant Volume and Length Mascara. Auch dazu möchte ich euch einfach mal ein Reel abdrehen, dass wir uns die mal zusammen angucken können. Bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich möchte ein bisschen mehr auf Reels gehen. Die riecht einfach auch nach Mascara. Das ist ein bisschen fluffiger, das Bürstchen. Ist auch gebogen, scheint irgendwie in zu sein. Und ein Kunstfaserbürstchen. Sieht vielversprechend aus, ne? Und jetzt kommen wir zu dem letzten Artikel aus diesem Haul. Ihr dürft lachen. Ich sehe seit Wochen meinen Intimbereich ja natürlich nicht mehr, weil Mr. Bauch hier echt groß ist. Und ich möchte mir aber trotzdem noch irgendwie diverse Körperregionen rasieren können, sowohl Beine als auch Intimbereich ganz einfach, weil ich mich dann einfach besser fühle. Es ist natürlich im Blindflug, ich weiß, aber ich habe schon öfters hingekriegt. Ich brauche aber eine Unterstützung, weil ich
ich muss mein Bein irgendwo abstellen. Ich habe ja keinen Badewannenrand, weil keine Badewanne. Ich habe generell keinen Duschrand, mangels Duschwanne, weil wir haben einfach so eine ebenerdige Dusche. Und dann habe ich auch gedacht, okay, Mr. Bauchi wird ja auch irgendwann wachsen und dann wird er auch sowas brauchen. Und dann habe ich mir das hier gekauft. So ein kleines Höckerchen. Fun Fact. Ich kenne viele, die diese Höckerchen auch nehmen. Ich bin manchmal echt crazy, ne? Also es ist von Babylove von DM, ne? Die diese Höckerchen auch nehmen und die auch an die Toilette stellen. Ne? Nicht nur, damit kleine Kinder dann zur Toilette hochklettern können, sondern weil das einfach die beste Position ist für einen Menschen, wenn die Beine halt etwas höher sind, um sich zu erleichtern. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich so ein schöner Mehrzweckhocker. Kann man gar nicht anders sagen. Und ich glaube, dass dieser Hocker eine Bereicherung für unser Badezimmer sein wird in vielerlei Hinsicht, Leute. Ne? Ja, komm. Also auch solche Details, die müssen hier einfach in diesem Video sein. Ihr wisst, ich bin da immer sehr direkt und sehr ehrlich, aber nicht plump. Ne? Das möchte ich nicht sein. Ja, das war jetzt mein sehr umfangreicher Rossmann-Haul, vor allem Rossmann-Haul. Ein bisschen DM hat sich reingeschmuggelt, aber ansonsten ist schon überwiegend Rossmann gewesen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß, hier zu sein und mir zuzuhören. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zuletzt irgendwie in der Drogerie gekauft habt oder welches Produkt euch gerade einfach brennend interessiert. Da können wir einfach mal uns gegenseitig austauschen in den Kommentaren. Ist auch immer gut, wenn man so, ne, ein bisschen Interaktion hat miteinander. Auch für den Algorithmus, der böse Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Naja, auf jeden Fall kann ich jetzt endlich mal die ganzen Sachen hier wegräumen. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!